Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Orakel, zu einem neuen Wochenorakel bei Freyas Orakel und Wegweiser Kanal. Und wir wollen jetzt mal vom 16. in den 21., also vom 16.04. bis zum 21.04. reinschauen, was da Schönes auf das Kollektiv zukommt. Ich hoffe, es ist wieder etwas Schönes, ne, dass es nicht wieder so eine anstrengende Woche wird. Und ja, ich hoffe, ihr hattet bis hierhin schon ein schönes Wochenende gehabt, habt schön was unternommen, ne? Ich war Hund knuddeln, ich war meinen Neffen knuddeln. Und ja. Und ich hoffe, ihr hattet auch so wundervolles Wetter. Und heute geht's weiter mit dem wundervollen Wetter. Dienstag wird halt wieder Scheißwetter, aber gut. Die Natur, die braucht auch solches Wetter, ist nun mal klar, gell? Gut, da schauen wir jetzt mal rein. Was wird uns hier in der kommenden Woche erwarten? Da habe ich einmal heute hier das schamanische Traumorakel wieder dabei, wie in jeder Wochenlegung. Die Lektionen deiner Seele und natürlich die Schutzengel. Und da gucken wir mal rein. Was kommt in der kommenden Woche auf das Kollektiv 16. bis 21.04. zu? Da habe ich hier jetzt schon mal, dass man in der kommenden Woche, dass es hier um Vorbereitungen geht. Ne, vielleicht musst du dich auf irgendetwas vorbereiten. Es geht hier darum, Netze auszuwerfen. Vorbereitungen zahlen sich aus. Also das kommt, da kommt mir wirklich so ein bisschen rein mit der Karte. Vielleicht gehst du fischen. Ich weiß es nicht. Kann ja sein, dass du fischen gehst, ne? Oder dass du hier irgendetwas vorhast, wo du so einen gewissen Fang machen kannst, ne? Ja, also irgendwas möchtest du fangen und irgendwas soll sich hier auszahlen für dich. Und es geht hier in der kommenden Woche um die Ego-Sublimierung, entschwindender Spiegel. Also irgendein Ego bricht hier so ein bisschen zusammen, irgendein Spiegelbild, was man sich vielleicht auch so ein Stück weit aufgesetzt hat. Schauen wir mal weiter, was sagen die Lektionen deiner Seele? Was hat denn sich da umgedreht? Aha, die schweren Zeiten wollten sich mal kurz zeigen. Vielleicht hast du hier eine schwere Zeit gehabt, aber die wollte nicht raus, ne? Stattdessen wollte raus das Selbstwertgefühl. Ich verfüge über Seelengaben, die mir und anderen zugutekommen. Und da kommt mir so ein bisschen rein, vielleicht hattest du gerade eine schwere Zeit hinter dir gehabt, ne? Und jetzt möchtest du ja etwas umsetzen, was sich im Endeffekt für dich auszahlen soll, ne? Hier bricht etwas zusammen, was du dir vielleicht auch schon eine längere Zeit aufersetzt hast. Und du entdeckst jetzt hier bei deinem Selbstwertgefühl vielleicht auch etwas, wo du sagst, okay, ich versuche das jetzt einfach mal, ne? Ich habe hier bestimmte Gaben und ich setze diese Gaben jetzt auch um, ne? So, dann haben wir hier, ja, es könnten sich auch noch, komm, eine soll noch raus, habe ich das Gefühl. Okay, es könnte, du könntest ja auch in der kommenden Woche Zeichen vom Universum bekommen. Ne, wir haben die Zeichen und Erinnerungen, vielleicht geht es hier noch um Erinnerungen aus einer vergangenen Zeit oder vielleicht auch aus dem vergangenen Leben. Es geht um Leichtigkeit, ne, ganz einfach in der kommenden Woche. Es könnte dir eine gewisse Leichtigkeit auch noch reinkommen, etwas leicht von der Hand gehen. Und wir haben hier Vertraue auch dem Universum. Ne, also das, was in der kommenden Woche auf dich zukommt, ja, da kannst du Vertrauen reinlegen. So, und da wollen wir jetzt mal wissen, 16.04. bis 21.04. allgemeine Tendenzen für die kommende Woche. Was zeigt, die 2 der Kelche. Allgemeine Tendenzen. Da geht es schon mal voll um die Liebe. Oh, und das ist auch was Schicksalhaftes in der kommenden Woche. Huch, die wollt auch noch mit rausflutschen? Wow. Ja. In der kommenden Woche geht es um Planung, um Strategie. Vielleicht beobachtet man etwas, vielleicht planst du etwas generell in den allgemeinen Tendenzen, ne? Und es soll hier was in die Kraft kommen. Es geht um Wünsche, es geht um Erfüllungen, ne? Weil du weißt hier, du kannst etwas umsetzen, das, was du umsetzen willst, das kannst du auch umsetzen. Und da zeigt sich in der kommenden Woche die 2 der Kelche. Da kann es um eine Partnerschaft gehen, um eine Liebe, um eine Verbindung zu einem Menschen. Hier zeigt sich ein König der Kelche, ne? Wenn es also das ist eine sehr empathische, gefühlvolle Person. Und wenn es, das kann für die Männer aber auch eine Frau sein, ne? Also, ja, eine Frau, eine harmonische Frau, eine
ja, gefühlsbetonte Frau auch. Und wenn es nicht um eine Person geht, dann geht es hier um deine Gefühle. Und da zeigt sich in der kommenden Woche eine schicksalhafte Veränderung. Eine Veränderung, die plötzlich in eine Sicherheit kommen kann. Ne? Weil vier der Münzen, das ist immer so, man klammert sich an die Sicherheit. Ne? Man klammert sich hier an etwas ran. Also man zeckt sich hier an etwas ran. Kommt mir so ein bisschen rein. Und ich will mal wissen, was ist denn das für eine schicksalhafte Veränderung, die Sicherheit mit sich bringt. Huch! Gleichgewicht. Hier gibt plötzlich jemand etwas rein. Geben und nehmen. Umgeben und nehmen sind hier in der Liebe oder auch generell in deinen Gefühlen, in einer Partnerschaft, in einer Verbindung in der kommenden Woche hier wichtig. Sehr schöne Energie haben wir hier schon mal. Was sagen die Lennys dazu? Allgemeine Tendenzen. Etwas, wo vielleicht auch eine gewisse Unruhe drinne war, ne, wo du vielleicht auch Unruhe hattest, wird plötzlich in der kommenden Woche sicher werden. Wow, und die Sonne und erfolgreich. Es kommt etwas Sicheres in der, wow, da sträuben, da stellen sich gleich meine Haare auf, Leute. Was ist das denn? Ja, auf jeden Fall kommt hier etwas Erfolgreiches, etwas, was dir eine gewisse Sicherheit nächste Woche in den Gefühlen reinbringt. Ne? Sehr, sehr schön. Also das hört sich doch schon mal gut an. Gell? So, da gehen wir jetzt gleich mal ins Berufliche weiter, ins Finanzielle und schauen mal, was uns da erwartet. Vom 16. bis zum 21.04. Beruf und Finanzen, was kommt da auf dich zu? Boah, da sehe ich ja auch schon mal gute Karten. Ja, Beruf und Finanzen, kann ich schon mal sagen, du hast hier nächste Woche ein Gespräch mit einer Person, die den absoluten Erfolg auch hier im Beruflichen und Finanziellen reinbringt. Ne? Wir haben den Page der Münzen, hier kommt ein Angebot auf dich zu, was sehr, sehr stabil ist, ne? Also wo dir was überreicht wird. Und du denkst dir aber wirklich klar über die Sache nach, ob das was Sicheres ist. Ja, man setzt hier etwas um, aber trotz alledem hast du noch so ein bisschen Angst, dass sich das enttäuschen könnte. Also es ist nicht so, dass du sagst, ach ja, gib mal her, ne, das wird schon werden hier alles. Also falls ihr hier hört, dass meine Kleine hier rumknuspert, ne, die isst gerade hier ein bisschen Chips nebenbei. Also falls es hier immer mal so ein bisschen knuspert, dann wisst ihr Bescheid. Ja, also hier geht es um Umsetzung in der kommenden Woche. Ne? Es geht vielleicht auch um einen Neuanfang. Wir haben auch die Sonnenblumen dabei. Vielleicht versuchst du auch etwas, irgendetwas Neues in der kommenden Woche hier, was mit der Kommunikation zu tun hat, eine klare Kommunikation. Oder du unterhältst dich hier in der kommenden Woche mit einem Menschen, mit einer Person. Das kann ein Chef sein, das kann eine Behördenperson sein, wenn es um Geldsachen geht. Ne? Also hier geht es um etwas Erfolgreiches, um etwas, ja, was hier richtig gut wird. Ne? Ein erfolgreiches Gespräch kann in der kommenden Woche geführt werden, sagen wir es mal so. So, was zeigt sich mit den Lennys noch in Beruf und Finanzen? Ja, es geht um den Neuanfang. Ne? Es geht um einen Neuanfang, wo dein Herz dranhängt. Aber es ist halt auch noch der Fuchs hier mit im Spiel. Was will denn der Fuchs? Ja, guck mal, sehr, sehr schön. Du kannst dich in der kommenden Woche, auch da kommt eine gewisse Sicherheit rein, gerade was vielleicht auch mit finanziellen Aspekten zu tun hat. Du hältst hier an etwas Beruflichem fest, hier ist etwas, was dir sozusagen eine gewisse Treue bringt. Vielleicht machst du auch komplett irgendetwas Neues im beruflichen Bereich oder es geht vielleicht auch um finanzielle Themen, wenn es vielleicht um Unterhaltssachen geht, Kinder oder sowas, dann kommt hier auch was Positives, ne? Also du wirst nächste Woche denken, wow, geile Woche, ne? Weil alles hier gut irgendwie ausgeht, habe ich jetzt hier, ne? Muss halt nur noch jetzt in der Liebe alles gut ausgehen. Aber ich sehe, du kannst dich von diesen ganzen falschen Sachen, die mit dem Finanzen oder mit dem Beruflichen zu tun hatte, von diesen ganzen Enttäuschungen wirst du dich in der kommenden Woche hier abschneiden können, ne? Sehr, sehr schön. Also ja, was soll ich sagen? Bis jetzt eine tolle Woche, ne? So, meine Lieben, da wollen wir jetzt mal reinschauen. Was zeigt sich denn in der Liebe in der kommenden Woche? Da bin ich jetzt gespannt. Was zeigt sich kommende Woche in der Liebe? Och Gott, so viele. Erstmal eine Chance. Das ist schon mal gut.
Ach, wir nehmen die jetzt so, wie sie gef. Oh, zwei Chancen sogar. Wow. Zwei Chancen. Wow. Was ist das denn für eine geile Woche? Leute, was ist das bitte für eine obergeile Woche? Alles klappt. Also, das ist ja wie im Märchenbuch. Das ist ja wirklich ein Traum, was wir hier liegen haben. Also, die, die auf das Orakel gestoßen sind, ich beglückwünsche euch, das ist ein ganz tolles Orakel. Ja, und auch in der kommenden Woche in der Liebe kommt ein Angebot auf dich zu, was dich niederstrecken wird. Na? Es wird dich niederstrecken, aber ich krieg's positiv rein. Ja? Und vielleicht hat es sich hier wirklich jemand zurückgezogen. Und wow, ihr seid sogar. Oh, jetzt kriege ich Gänsehaut. Jetzt kriege ich Gänsehaut. Ihr seid hier wirklich als Paar drinne. Guckt mal. Ihr seid als Paar drinne. Und da kommt jetzt eine Entscheidung rein. Na, aber ich habe halt trotzdem noch die 7 der Schwerter. Ich hoffe, dass nicht einer davonrennen will. Hoffen wir mal nicht. Aber in der kommenden Woche sehe ich hier, es bieten sich zwei Chancen für dich. Einmal die Chance mit dem Ass der Stäbe. Das ist eine heiße Chance, eine leidenschaftliche Chance. Das ist eine Chance, etwas auch umzusetzen. Da brennt der Stab, soll ich sagen. Und hier zeigt sich aber auch noch eine Chance auf Klarheit und Kommunikation. Na? Hier ist eine Zusammenkunft, die dich wirklich erfreuen wird. Ja, hier ist eine Zusammenkunft, muss ich jetzt so sagen. Das wird eine super wunderschöne Zusammenkunft werden. Na? Sehr, sehr schön. Wow. So, und dann schauen wir mal weiter. Mit was sagen noch die Lennys? Vielleicht werdet ihr euch wirklich in der kommenden Woche treffen. Na? Also das Ganze wird auch erfolgreich werden, vielleicht auch etwas Leidenschaftliches, kann auch sein. Ja, du kriegst, hier ist auch eine leidenschaftliche Kommunikation, hier ist eine friedliche Kommunikation. Hier, hey, das ist ja mal ein Traum. Da muss ich wirklich hinschreiben, Traumorakel, ne? Und da ist hier der Typ noch. Also hier ist jemand, der mit der Öffentlichkeit zu tun hat oder jemand, der halt wirklich, ja, den du treffen könntest. Hier könnte eine Einladung sein, aber. Oh, du sehnst dich nach inneren Gefühlen nach dieser Person. Also, wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Zu diesem geilen Orakel in der kommenden Woche. Also, alles, was du dir hier in der kommenden Woche vornimmst, klappt. Ja? Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Zwei Chancen, die sich dir bieten. Eine Zusammenkunft. Das ist wirklich. Oh, das ist wirklich, wie soll ich das erklären? Das ist einfach eine geile Woche. Vielleicht triffst du hier auch jemand, mit dem du vielleicht auch befreundet bist. Du vergnügst dich vielleicht auch, ne? Ja, hier ist eine so tolle Zusammenkunft in der kommenden Woche mit einer Person und da brodelt die Leidenschaft, da brodelt etwas Schönes. Also wir haben hier auch zweimal die Sonne mit drin. Also die komplette Woche ist generell von Sonne geprägt. Boah, also so ein tolles Orakel hat man noch nie, oder? Also das würde ich euch ja wirklich allen wünschen, gell? Wirklich jeden Einzelnen. Wow, sehr toll. So, was möchte die Liebe dir noch sagen in der kommenden Woche? Lausche in dich hinein und finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Und ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Ja, könnte nächste Woche für dich auch noch relevant sein. Ne? Oh, und hier ist eine liegen geblieben. Was ist denn das? Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Ist auch noch relevant. Was sagt das Soulmaster-Orakel von Maxim Mangewitsch? Wie viele Karten sind das denn? 2. 12. Genieße das Leben mehr. Fast niemand kennt Zeitpunkt, Ort und Umstände des eigenen Todes. Aber jeder Mensch kann tagtäglich aktiv beeinflussen, wie er lebt. Ja, das heißt jetzt nicht, ne, dass hier irgendwas kommen wird. Es heißt ganz einfach, du sollst dein Leben mehr genießen. Und die Nummer 23 haben wir. Ein erfolgreiches Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten. Ein geniales Leben dagegen ist die vollständige Entfaltung deiner Seelenkräfte. Also in der kommenden Woche, da könnten sich deine vollständigen Seelenkräfte auch noch entfalten. Also ich habe hier eine ganz, ganz tolle Woche für dich. Wirklich. Na? Was sagen die Engel und Ahnen? Wow, Schutzengel, ja, Schutzengel. Und ich finde, gestern habe ich zum Beispiel
Nee, vorgestern war das beim Einkaufen, eine Eierpackung aufgemacht und da lag auch eine weiße Feder drin. Ich meine, ist zwar gewöhnlich manchmal so, ne? Aber das hat mir wieder so das Zeichen, weil die Feder genauso aussieht wie diese Feder, ne? Hat mir genau das gezeigt. Wartet mal. Ich habe jetzt einen Beweis. Passt auf. Freitag. So, ich mache jetzt die Eierpackung auf. Da ist sie. Seht ihr sie? Die Feder? Ne? Einfach mal einen Beweis zeigen. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt relevant. Die Schutzengel sind hier bei euch und die sagen dir, du bist nicht allein. Wir sind an deiner Seite. Und ich muss euch noch was sagen. Ich habe auch am Freitag nach dem Einkaufen, als ich raus bin, ist ein Storch, wirkliches Storch, ich habe zweimal hingeguckt, nach rechts geflogen und dann einmal nach links. Es gibt also beidseitige Veränderungen. Es kommen Veränderungen. Na, welche Veränderungen kann ich dir nicht sagen, aber ich denke, dass es schöne Veränderungen sind, weil es mir hier so gezeigt wird. Na, so meine Lieben, jetzt wünsche ich euch ein ganz, ganz wunder. Ach komm, ich gebe euch wieder ein Krafttier mit. Wir haben doch hier die Krafttiere. Ich hoffe jetzt, dass die Eier hier nicht runterfallen. So, Krafttier. Das schicke ich dir für nächste Woche noch mit. Ich würde ja jetzt lachen, wenn es der Storch ist, gell? Okay, schauen wir mal rein. Oh, da kam schon was rausgeplumpst. Nee, Storch ist es nicht, aber der Flamingo. Und der Flamingo, der sagt dir, bejahe das dazwischen. Und ich möchte hier mal ganz kurz ins Buch noch reinschauen, weil ich dir gerne sagen wollen würde, was der Flamingo dir zu sagen hat. So, der Flamingo, Seite 89. Also wer das noch hören will, ne, könnt ihr euch gerne noch anhören. Und wer nicht, der kann ja wegschalten. Was habe ich jetzt gesagt? 89? Ja, ich glaube. Ah ja, hier ist er. Die Botschaft des Flamingos. Der Geist des Flamingos findet bequem sein Gleichgewicht, indem er sieht, was war und was sein wird. Und auch im Angesicht von Ungewissenheit nicht schwanken wird. Du kannst dich von der Vergangenheit belehren lassen und für die Zukunft planen, aber sträube dich nicht gegen den Appell des Flamingo-Geistes, vollkommen präsent im Jetzt zu sein, da in ihm wirkliche Magie liegt. Oh, da kriegst du gerade voll die Gänsehaut, aber positiv. Mit einem Bein noch in dem Leben stehen, das hinter dir zu lassen, du im Begriff bist, und mit dem anderen in einer Zukunft, in der du deine höchsten Vorsätze verwirklicht siehst. Das ist wieder die Energie, die ich seit Tagen spüre, Leute. Ich spüre seit Tagen, dass man wirklich mit einem Bein noch in der Vergangenheit ist, aber dass man immer mehr zu sich sagt, ich lasse jetzt die Vergangenheit hinter mir, ich lasse das jetzt gehen, ich sage jetzt ja, auch zu den Dingen, die noch sind und kommen werden. Und dann wirst du in dein Glück reingehen. Oh, ich kriege hier durchgängig nur Gänsehaut, Leute. Puh, das ist eine krasse Energie kommende Woche. Leute, schnallt euch an, sonst schnallt er ab. Wie Jonanda immer so schön sagt, ne? Schnall dich an, sonst schnallst du ab. Gut, meine Lieben, also bis später dann und ich wünsche euch eine ganz, ganz super, super tolle Woche und einen schönen Sonntag noch. Ciao.